Hallo Freunde der gepflegten Feuerunterhaltung, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, der Entwickler Peernet Games hat mich darum gebeten, nochmal einen Blick auf Windwardens vollzuwerfen und ja, das werde ich jetzt tun. Es ist ein Patch rausgekommen, Patch 2.0 nennen die den, und ja, da sind ein paar Verbesserungen reingekommen und Erweiterungen und so weiter. Das Spiel war damals echt nicht schlecht, aber es bedarf oder bedurfte vieler ja, Verbesserungen noch und ich bin gespannt, inwieweit sich das jetzt entwickelt hat. Und ja, gehen wir einfach mal auf die Steam-Seite, würde ich sagen. So, schauen wir uns mal ganz kurz den neuen Trailer an, ein bisschen, oder lassen wir so ein bisschen nebenbei laufen. Also vom Look her sah das gar nicht so schlecht aus. Wie gesagt, ich vergleiche immer halt, ist ein Indie-Team, da muss man ein bisschen auch Rücksicht nehmen. Aber ich fand die ersten Ansätze echt nicht schlecht, auch wenn es nicht perfekt war. Und ja, das Magiesystem oder diese Tranksystem habe ich damals überhaupt nicht verstanden. Ich bin gespannt, ob man da jetzt ein bisschen besser mit klarkommt. Das Spiel kostet momentan 11,24 €, ist im Angebot und kostet regulär 12,49 €, also ist vollkommen in Ordnung, finde ich okay. Die Level, die man so sieht oder die Maps, die werden immer neu berechnet bei jedem Mal. Also man, wie bei Indes ungefähr, man hat nicht immer das Gleiche vor sich. Und ja, VR-Unterstützung, also hier sieht man, wie es richtig läuft und nicht wie bei Servius, die einfach sagen, ja, die neuen Brillen unterstützt man nicht, weil die hat ja kaum jemand. So ungefähr war wohl die Meldung. Und ja, hier wird die Valve Index unterstützt, die HTC Vive, die Oculus Rift und die VMR-Brillen. Also alle Brillen an Bord und ich bin gespannt, wie gut die hier im Spiel integriert sind und wie gut das funktioniert, wie gut das in der Index jetzt aussieht, bin ich auch gespannt. Ich habe es gestern mal ganz kurz angetestet mit der Oculus Rift und ja, jetzt habe ich einen direkten Vergleich, wie das dann mit der Index aussieht, also bin ich echt gespannt drauf. Ja, das war es eigentlich so erstmal. Hier hat man noch so eine Seite von diesem Patch, also mit Patch Notes, was alles reingekommen ist. Die haben jetzt ganz am Anfang, man spawnte eigentlich, oder man hatte ein Menü, wo man in so einen Dungeon direkt gespawnt ist und diesmal spawnt man in so einer Art Camp, kann da die Tränke ausprobieren, kann Waffen sich nehmen und so weiter und so fort. Also da sind ein paar Sachen reingekommen. Müsst ihr euch mal genauer durchlesen, wäre jetzt zu viel darauf einzugehen. Ja, ich bin gespannt, wie sich das Spiel entwickelt hat und ich würde sagen, gehen wir ins Gameplay, also bis gleich. So Leute, hier sind wir im Menü von Windwardens Fall und ja, sieht so schon mal ganz cool aus. Das ist das Camp und ja, hier haben wir Armory, hier haben wir Bonfire, unser kleines Lagerfeuer. Hier haben wir ein Labor. Checken wir mal ganz kurz das Labor. Das habe ich damals überhaupt nicht auf die Kette gekriegt, was die da von mir wollen. Man kann jetzt immer hier Upgrades verteilen, also man bekommt Münzen und kann dadurch Upgrades für Labor, für die Schmiede und für die Weapons auch bekommen und ja. Schauen wir mal, ob wir damit jetzt klarkommen hier. Instant Heal, Fire, Blind und hast du nicht gesehen. So, da müssen wir. Okay. Das nicht. Das ist die Pflanze, die haben wir gefunden. Pilz. Also ich würde ja mal sagen, dass das hier hin muss. Aber da sagt er, ist nicht. Ach, uns fehlt immer noch was. Okay. Aber das stellt er dann auch nicht dahin. Ne, also. Ah ja, Trigger haben wir hier das. Das weiß ich nicht, für was das gut sein soll. Irgendwas, wo wir zwei von haben. Kann ich auch nichts machen. Ne, okay. Gehen wir erstmal hier raus. Ich verstehe das Labor immer noch nicht. Ich denke, man muss erstmal in dem Dungeon mehrere Sachen sammeln und dann bekommt man wahrscheinlich auch die Möglichkeit hier Tränke zu brauen. Dann kann man hier aussuchen, was man hier halt haben möchte.
und dementsprechend muss man dann die Teile hier hinstellen. So, nochmal. Was ein Pilz? Kann man den? Nee. Okay, lass mal erstmal. Gehen wir mal zu den Waffen, wo es was wichtiger ist. Waffen uns mal, weil diese Waffen, die wir jetzt hier mitnehmen, die nehmen wir auch mit in den Dungeon. Ja, Index-Controller werden natürlich getrackt und funktioniert auch, aber die Finger werden nicht vernünftig getrackt, also das, wir sehen hier nur wohin. So, da haben wir unser Schwert. Wir gehen mal komplett als Berserker da rein. Nehmen wir hier das Schwert mal mit. So. Hier haben wir unsere Schmiede. Hier könnten wir jetzt auch Schwerter upgraden. Kostet dann aber immer was. 450. Aber ich habe auch gar kein Geld gesammelt. Von daher werde ich da jetzt nichts haben. Okay, hier haben wir noch das Menü. Und ja, Movement-Methode ist Free Locomotion oder Teleport. Dann Rechts- oder Linkshänder. Drop Item, Single Click oder Double Click. Ich habe jetzt auf Single Click gestellt, weil mit den Index-Controllern hier doppelt irgendwie zu klicken ist dann natürlich blöd. Ja, ich würde sagen, gehen wir mal in den Dungeon und schlitzen wir mal ein paar Monster auf. Okay, da höre ich schon irgendwo was. Also vom Look her gefallen mir die Dungeons. Na komm. Haust du ab? Warte mal, ich versuch mal kurz. Ja, Inventar ist ein bisschen fummelig. Ja, mal hier. Uah! Oh, da hängt irgendwas. Okay, den haben wir durch die Tür ermordet. So, nehmen wir mal zwei Schwerter hier. Wir können ja erstmal hier ein bisschen looten, ne? Na komm. Also, Inventar. Nee. Inventar ist überhaupt nicht gut. Also, da muss ich sagen, das hätten die besser lösen müssen. In der Zeit auch, die sie jetzt hatten. Das habe ich schon mal bemängelt und ich dachte eigentlich, dass das behoben worden wäre, aber leider nicht. Also ein Rollenspiel oder ein Dungeon Crawler, wo das Inventar ein bisschen buggy ist, macht nicht so viel Spaß. Na kommt! Okay, der Raum sieht jetzt wieder ähnlich aus wie der, wo wir gerade waren. Und ich sehe, ich habe auf jeden Fall ein bisschen Schaden genommen, weil leicht rot so im Sichtbereich. Okay, hier ist keine Tür. Dann gehen wir mal zurück. Schön ist, dass die Türen automatisch aufgehen, dass man da nicht noch fummeln muss. Aber ich versuche die jetzt mal kurz nach hinten zu stecken ins Inventar. Okay, dann steckt er die auf jeden Fall weg und holt die Äxte raus. Ja, die Äxte gefallen mir sowieso ganz gut. Aber schade, dass ich das mit dem Trinken nicht irgendwie hinkriege. Okay, gehen wir mal da lang. Einen anderen Weg haben wir ja eh nicht. Okay, jetzt habe ich die. Das war meine Schuld. Wenigstens braucht man sich nicht bücken. Also das ist unsere Lebensenergie. Also ist ein bisschen verloren gegangen. Ja, komm schon. Du hast noch einen Helm, der gefällt mir nicht. Finden wir gleich bestimmt eine andere Waffe.
Boah, direkt die Fresse kaputt gehauen. Was kommt denn da raus, Jung? Ist das deine Zunge? So, schauen wir mal weiter. Da war ja dieses Gefängnis. Und ich meine, beim letzten Mal wäre da eine Truhe drin gewesen. Also das Spiel ist ja natürlich nicht fertig entwickelt. Von daher habe ich Hoffnung, dass jedes Mal ein bisschen besser wird. So, mal alles sammeln, damit wir eventuell irgendwann mal Tränke brauen können. Weil immer wenn man stirbt, sammelt man sich ja oder kommt man wieder ins Camp und kann dann durch die gefundenen Sachen Upgrades verteilen und so weiter. Okay, da konnte man ja sowieso nichts aufmachen beim letzten Mal. Guck mal, ob wir noch ein paar Köpfe spalten können jetzt hier. Aber ich würde gerne wissen, was das hier ist. So, hoffe ich finde jetzt noch die Tür, wo wir eigentlich hin müssen. Also mit der Index gefällt mir das echt gut, also vom Look her auf jeden Fall. Sah mit der Rift S nicht so, irgendwie nicht ganz so gut aus. Ah, ein neuer Raum, neues Glück. Ja komm. Außer keine Chance. Gegen Tupac. Ha! Lappen. Der Latten kriegt einen Schlag in den Nacken. Da ist eine Kiste. Hast du Medusa getroffen, oder was? Geld! Geld und Macht. Muss ich das alles aufheben? Boah, das ist ja blöd, dass man das nicht direkt kriegt. Muss man hier erstmal... Haben wir irgendeinen Trank? Ich weiß aber jetzt nicht, wie man erkennen kann. Oh, ich habe zu viele Waffen. Was das hier sein soll? Okay. Kann man den nachher werfen wie eine Granate? Probieren wir nachher einfach mal. So zwischendurch. Zum Beispiel die Äxte. Aber die Axt will ich ganz unten packen. Das nervt sonst. So, hier läuft ja noch irgendwas rum, oder? Oh, hier sind mehrere Statuen. Na komm! Ich muss mich noch mal drehen hier. Boah, du siehst hässlich aus. Du siehst sowas von hässlich aus. Komm, scher dich zum Teufel. Ah, wieder Kräuter. Ja, ich komme gleich. Ich muss mal ein bisschen sammeln hier, ja? Ja, du kommst auch dran. Ah, könnte ein bisschen genauer sein, die Texturen. Okay, was ist hier noch? Ich dachte, da wäre jetzt gerade noch so ein Eingang. Ist das das magische Portal hier? Kann ich nicht durchgucken. Okay, also müssen wir scheinbar wieder zurück. Sounds gefallen mir ganz gut. Immer irgendwo mal ein Geknarre. Was mich ein bisschen stört, das habe ich auch beim letzten Gameplay so ein bisschen bemängelt. Ich höre jetzt schon, wie die rechts hier laufen. Und das kann eigentlich bei so einer Steinwand eigentlich nicht sein. Also, ist nicht so positiv. Ah, komm, Junge. Du kriegst noch mal eine. Ich habe das Gefühl, dass ich hier schon mal war. Oder ist das jetzt nur Zufall? Geld! Ich hab ein Déjà-vu. Okay, auf jeden Fall können wir uns dafür eventuell Upgrades besorgen.
Warte, ich pack mal die Dolce hier weg. So. So, jetzt gehen wir mal weiter. Da sind wieder Kräuter. Auch du kommst noch ran. Okay, ich habe einfach nur so weggewischt. Aber muss man mit Lappen natürlich auch machen, ne? Was will man sonst mit denen machen? Okay, da ist wieder. Das ist aber eine Tür, die war eben nicht da. Kämpfe könnten ein bisschen besser sein. Ich versuche jetzt mal, ob ich den grünen Trank hier. Oh ne, das Gift, oder? Ne. War Heilung scheinbar. Glaube ich zumindest. Man gebe mir mein Schwert. So. Da ist was. Da ist was. Der nächste, bitte. Was ist das denn hier? Hexen oder? Was soll das hier sein? Das sieht so aus, Hexenzauberer. Fühlt man sich wie beim Baseball. Home Run! Next door, please. Wow. Was ist das? Kann man kaputt machen, das Ding hier? Den Endgegner besiegt hier. Oh, hört ja gar nicht mehr auf hier. Mit dem Münzenregen. Kann ich denn sonst noch irgendwas hier? Menü aufmachen? Nö. Okay, dann gehen wir zur nächsten. Ja, wir sind aber auch gleich tot. Continuieren. Down to next level of the dungeon. Camp. Jetzt gehen wir mal ins Camp und gucken mal, was wir machen können. Was können wir damit machen? 475 Coins haben wir gesammelt. Das heißt, wir könnten uns eine Waffe hier aufleveln, ne? Packen wir hier mal das hin. Werte es auf! Ja, guck mal, das muss doch gut sein. Ja, haben wir auf jeden Fall mal unser erstes Upgrade. Okay, das kriegen wir auf jeden Fall immer wieder. Ja, also Inventar. Bei The Rift war es buggy und jetzt hier auch noch. Also da muss dringend was getan werden, sonst macht das einfach keinen Spaß oder keinen Sinn. So, jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier haben. Ich möchte einfach nur einen Heiltrank. Nockwart. Gold, Ground.
Misery. Effekt, Effekt. Ich verstehe nicht, warum hier zwei Seiten. Komm, wir nehmen uns einfach mal ein Glas, gucken wir mal, was passiert. Okay. Nichts passiert. Ist doch alles da jetzt. Verstehe ich nicht. Okay. Ich gebe auf. So, jetzt wollen wir aber mal unser neues Schwert ausprobieren. Komm, ich nehme jetzt direkt ins... Da, wo ich aufgehört habe? Ich denke doch mal, weil ich nicht gestorben bin, oder? Oder fängt das jetzt nochmal von neu an? Gehen wir hier mal lang. Ein Schultertreffer und einen Kopf und dann war es schon vorbei. Aber die Monster sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Gerade rechts neben mir wäre einer, das war mein eigenes Schwert. Das ist jetzt echt nochmal das gleiche. Oh. Okay, gehen wir jetzt hier mal rein. Ich glaube, da ging es eben. Ging es eben lang. Oh, der ist ein bisschen schwieriger hier. Oh. Ja, aber sobald er den Helm aus hat. Ist ja auch nichts mehr. Okay, nächste Tür. Nächstes Monster. Okay, sind jetzt öfters mal so gerüstete. Jetzt wird's schwierig. Okay. Ja, nach unserem Tod sind wir wieder hier im Camp und können uns neu ausrüsten. Wir können nochmal gucken, was wir an Geld haben, aber wir haben nichts gesammelt. Also, ja, bevor ich jetzt hier ein Fazit mache, also das möchte ich eigentlich nicht bei dem Spiel jetzt, weil, ja, es ist einfach noch nicht so weit ausgereift, dass ich jetzt hier ein Fazit machen könnte, meiner Meinung nach. Also, Negativpunkt, das Inventar. Also, es gefällt mir überhaupt nicht. Ich kann keine Waffen gut wegpacken. Ich dachte eigentlich, das wäre ein Oculus Rift Problem, aber ist scheinbar kein Oculus Rift Problem, sondern das hat auch die Index. Und ja, ist mehr Glück, wenn man mal was wegpacken kann, wenn man was bekommt. Gut, bekommen tut man das immer. Und ja, habt ihr jetzt gehört, eigentlich sollte das die Waffe weggepackt sein. Geht aber nicht. Also, das ist buggy und das darf einfach nicht sein. Und ich hoffe, da tut der Entwickler auch noch was dran und wird das noch verbessern. Lab ist noch sehr undurchsichtig, finde ich. Also ich kann sein, dass ich mich jetzt blöd anstelle, aber da gehört einfach ein bisschen mehr Erklärung hin, wie man was macht. Und einfach nur mit so Symbole dahin in den Büchern. Also mir gefällt das nicht und ist nicht einsteigerfreundlich, meiner Meinung nach. Sollte auch überarbeitet werden. Ja. Gut, das ist eigentlich ganz cool. Hier liegen unsere Waffen, die wir so haben und finden. Wir können ja auch nachher wahrscheinlich Waffen noch in dem Dings finden. Im Dungeon. Also es war beim letzten Mal so. Diesmal habe ich jetzt nichts gefunden außer Geld. Man kann die Waffen upgraden, das ist cool. Ne, haben wir ja einmal gemacht und sieht auch dann viel cooler aus. Ich denke mal, hier, das haben wir ja auch im Video gesehen, dass hier dann so irgendwelche Symbole drauf erscheinen. Ich denke mal, dann wird das Schwert auch mächtiger. Aber da fehlt mir auch so ein bisschen, ja, Statistik. Wie stark ist das Schwert jetzt? Was hat es für Spezialfähigkeiten und so weiter? Das gehört eigentlich in so ein, ja, so eine Art Rollenspiel rein. Auch in Dungeon Crawler, finde ich, muss das da rein. Wie stark welche Waffe ist, wie viel Schaden die macht und so weiter.
Ja, Leute, das war es eigentlich erstmal von meiner Seite aus und ich bin gespannt. Ich werde euch hier auch definitiv wieder auf dem Laufenden halten, wenn es ein neues Update gibt und wie sich das Spiel hier entwickelt, wie ich auch immer versuche, euch dann ja, mitzuteilen. Aber momentan haben die noch viel Arbeit vor sich, meiner Meinung nach, und ich hoffe, dass die das auch noch packen und dass das hier ein richtig gutes Spiel wird. Also Potenzial hat es, aber es muss noch einiges getan werden. Ich bleib dran und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Abo nicht vergessen, liken nicht vergessen und ja, nicht nochmal auf den Abo-Knopf drücken, sonst deabonniert ihr mich. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.